Hi Leute, in diesem Video geht es um kulturelle Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, wohne jetzt aber in den Niederlanden und obwohl die Länder eine gemeinsame Grenze teilen und die Sprachen sich sehr ähneln und eigentlich ziemlich viele Sachen sich sehr ähneln, gibt es doch Sachen, die vollkommen unterschiedlich sind. Bevor ich mit diesem Video anfange, wollte ich euch aber noch kurz darauf hinweisen, dass mein Freund und ich unser erstes Video hochgeladen haben auf unserem YouTube-Kanal. Das Video könnt ihr hier oben sehen, das habe ich euch in der Karte verlinkt. Es ist auf Englisch, weil das es einfach einfacher macht für uns beide. Und ja, es würde uns sehr freuen, wenn ihr unser erstes Video sehen würdet zum Thema Dating a Vegan. Spannend. Nummer 1, der kulturelle Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden. Man kann hier in den Niederlanden alles mit Karte zahlen. Ich habe, glaube ich, nur zwei Sachen gefunden, die ich nicht mit Karte zahlen konnte. Das ist, wenn man sich im Supermarkt einen Einkaufswagen holt, da braucht man halt immer noch eine Münze für oder einen Chip. Oder wenn man irgendwo bei HEMA oder so aufs Klo geht, weil die Klofrauen auch kein EC-Kartengerät dabei haben. Oder Klos im Allgemeinen, da gibt es oft keine EC-Kartengeräte bei McDonald's oder so. Aber ansonsten kann man hier wirklich alles mit Karte zahlen. Wenn ich am Bahnhof bin, kaufe ich mir meinen Tee für 50 Cent mit Karte. Wenn ich bei Albert Heijn bin, kaufe ich mir irgendwas für 80 Cent mit Karte oder so. Und das ist hier einfach völlig normal. Jeder hat eine Karte und jeder benutzt es. Ich habe, glaube ich, nur sehr, sehr selten Leute gesehen, die tatsächlich mit Bargeld zahlen. Und das ist in Deutschland einfach mal komplett unterschiedlich. Es ist das genaue Gegenteil. Ich habe das einmal probiert bei Netto, einen Betrag von unter 2 Euro mit Karte zu zahlen und der Blick, den die Kassiererin mir gegeben hat, da wusste ich schon, ups, großer Fehler, das machst du am besten nicht. Was in Deutschland halt damit zusammenhängt, dass man auf den Kassenzettel unterschreiben muss als Beweis, dass man gezahlt hat und dass man der Karteninhaber ist. Und in den Niederlanden geht einfach inzwischen sehr, sehr viel über kontaktlos bezahlen, dass man quasi einfach nur piep die Karte dran hält und es ist bezahlt oder man gibt den PIN-Code ein. Und das mit dem Kassenzettel unterschreiben habe ich hier, glaube ich, noch nie gesehen. Nicht mal, wenn ich mit Kreditkarte zahle, musste ich jemals einen Kassenzettel unterschreiben. In Deutschland gibt es dann wiederum sehr, sehr viele Läden, die keine Karte akzeptieren, weil die Transaktionsgebühren zu hoch sind. Und dafür gibt es hier in den Niederlanden Läden, wo man nicht mit Bargeld zahlen kann. Vor allem in Amsterdam habe ich das schon so oft gesehen, dass einfach überall steht No Cash, PIN Only, und PIN ist dann quasi das Wort für mit Karte zahlen, also das Verb wäre pinnen. Das ist ein sehr großer Unterschied, weshalb ich euch rate, wenn ihr in die Niederlande fahrt, nehmt eine EC-Karte mit. Deutsche EC-Karten funktionieren eigentlich problemlos, ich hatte damit noch nie Probleme und es macht euer Leben auf jeden Fall einfacher. Nummer 2. Man kann hier einfach jeden Scheiß online regeln. Ich habe, glaube ich, seitdem ich hier lebe, noch nie ein Formular ausgefüllt, was nicht digital war. Was einfach Papier war und was ich dann irgendwo abgeben musste oder was ich irgendwo hinschicken musste. In Deutschland? Nein. Als ich mich bei der Gemeinde angemeldet habe, bin ich da hingegangen, die haben alles für mich geregelt. Also kein Papier. Als ich meine Führerscheintheorieprüfung gebucht habe, alles digital. Als ich mich für die niederländische Studienfinanzierung angemeldet habe, alles digital. Und das Geniale oder vielleicht auch Gruselige, je nachdem welche Position man da einnimmt, ist, dass alles in einem Online-System verbunden ist namens DigiDay. Und da hat man quasi einen Benutzernamen und kann darüber über sein komplettes Online-Leben, seinen kompletten Online-niederländischen Behördengang verfügen. Und dieses DigiDay-Ding, das funktioniert einfach für alles. Es funktioniert für Ärzte, es funktioniert für Webseiten von der Gemeinde, es funktioniert für Webseiten von der Regierung, es funktioniert für Webseiten vom Steueramt, es funktioniert für Webseiten von der Führerscheinprüfungsstelle, Straßenverkehrsamt heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und das ist in Deutschland ja einfach mal so überhaupt nicht der Fall, dass einfach alles unter einer zentralen Nummer gespeichert ist. Wir haben quasi diese Steueridentifikationsnummer, aber halt auch irgendwie nicht wirklich. Es ist halt irgendwie nicht so wirklich ausgebaut worden, auch diese ganze Geschichte mit dem digital lesbaren Personalausweis, das hat sich nie irgendwie zu irgendwas entwickelt und hier in den Niederlanden nutzt man das einfach für alles. Ich glaube nicht, dass ich hier in den nächsten Jahren irgendwann mal ein Formular auf Papier sehen werde. Dritter Punkt, alle Kinder arbeiten bei Albert Heijn. Das ist wirklich, so nehme ich das wirklich wahr, dass einfach Albert Heijn nach 14 Uhr keine Erwachsenenangestellten mehr hat, sondern da einfach nur noch Kinder zu sehen sind, schulpflichtige Kinder, die einfach sich was dazu verdienen wollen und an der Kasse stehen oder irgendwelche Sachen einräumen oder durch den Laden rennen und weiß Gott was machen. Ich sehe aber einfach immer nur Leute unter 18. Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Klar, man sieht
halt manchmal oder so bei DM so einen Aufruf, dass die Füllhilfen brauchen, um halt die Regale zu füllen, meistens dann bevor der Laden öffnet. Aber in den Niederlanden werden die Regale sowieso kontinuierlich gefüllt beim Albert Heijn. Ich muss morgens, wenn ich bei Albert Heijn bin, über irgendwelche Kisten auf den Boden steigen, weil die einfach mal da rumliegen, weil einfach alle Regale gefüllt werden. Das ändert sich im Verlauf des Tages auch nie. Eigentlich werden die Regale kontinuierlich weitergefüllt, sodass man immer zwischen den minderjährigen Füllhilfen navigieren muss und diesen meterhohen Wagen, wo einfach alle Waren drauf sind. Und das habe ich in Deutschland in dem Sinne noch nie erlebt. Ja, bei Lidl oder bei Aldi sieht man das mal, dass diese gigantisch großen Pappkisten durch die Gegend geschoben werden. Aber irgendwie dieses kontinuierliche Nachfüllen, wenn es halt weg ist, ja, dann wird es halt irgendwie unauffällig gefüllt oder es wird halt gar nicht gefüllt, dann ist es halt einfach weg. Und das ist auf jeden Fall was glaube ich, sehr niederländisch ist. Das habe ich nämlich in keinem anderen Land gesehen, dass einfach kontinuierlich nachgefüllt wird. Und das meistens dann mit Kindern. Ich frage mich, was diese Form von Kinderarbeit, wie gut das eigentlich ist für schulische Leistungen und sowas. Vierter Punkt. Und das ist etwas, was ich nach wie vor nicht verstehe. Das ist die niederländische Geburtstagskultur. Und insbesondere die Sache, dass du jedem zum Geburtstag gratulierst. Das ist nicht nur so, wenn du da zu einem Geburtstag hinkommst, dass du quasi allen anwesenden Leuten alles Gute zum Geburtstag wünschst, sondern auch, wenn dir quasi jemand erzählt, dass sein Vater oder seine Mutter oder seine Tochter oder Tante oder Onkel Geburtstag hatte, wünschst du ihm ebenfalls alles Gute zum Geburtstag. Also nicht der Person, die Geburtstag hat, sondern einer Person, die damit verwandt ist oder einfach nur im selben Raum ist wie das Geburtstagskind. Und das ist etwas, was ich so strange finde, weil es das in Deutschland nicht gibt. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Und das ist etwas, was ich verstehe nicht, warum man das macht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Sag mal, das ist einfach mal so ein Kulturunterschied, den ich einfach akzeptieren muss. Und es ist einfach so und es ist einfach anders. Aber ja, ich finde das schon was ziemlich, ziemlich Besonderes, weil ich es auch aus keiner anderen Kultur kenne. Nummer 5. Es stimmt, in den Niederlanden wird einfach immer und überall hin mit dem Rad gefahren. Ich kenne Leute, die fahren 20 Kilometer am Tag in eine Richtung mit dem Rad. Egal, ob es schneit oder hagelt oder regnet, man fährt einfach immer mit dem Rad und dann mit der entsprechenden Regenkleidung. Aber das finde ich cool. Da habe ich wirklich Respekt vor. Würde ich nicht machen, ich hasse es im Regen und im Schneerad zu fahren. Mir wird kalt, ich kriege eine Erkältung und es ist einfach scheiße, weil dieser ganze Regen und Schnee einfach immer nur ins Gesicht fliegt. Und was ich einfach auch aus einem Gesichtspunkt von, sagen wir mal, Sicherheit nicht redlich finde, ist die Sache mit jungen Menschen, besonders Schulkindern, die zu dritt oder viert nebeneinander Rad fahren und dabei am Handy sind. Also erstmal das mit dem Handy, das ist ja in den meisten Ländern einfach, naja, illegal. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland jetzt illegal ist. Ich glaube, das ist eine Grauzone, zumindest mit Musik hören, mit Handy in der Hand halten, weiß ich es nicht. Egal, in den Niederlanden ist es jedenfalls so, wenn man zum Beispiel in einem Auto sitzt oder auf einem Motorrad oder so, darf der Typ, der das Motorrad oder der das Auto steuert, kein Telefon festhalten. Es geht nicht mal darum, dass du irgendwas machst, du darfst es nicht festhalten, aber diese Regel gilt für Fahrräder einfach mal nicht. Und deshalb sieht man immer Leute, die quasi so gebeugt über dem Rad sitzen und einfach nur am Handy sind und irgendwie WhatsApp-Nachrichten schreiben. Und ich habe schon so oft gesehen, dass Leute deshalb einfach sich in sehr komische Situationen begeben haben, irgendwie Rotlichter oder sowas nicht gesehen haben. Und ja, inzwischen bin ich so weit, dass ich Musik höre, aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich nicht dran gewöhnen kann. Und ich denke auch einfach, wenn ich auf dem Rad sitze, ist das jetzt mal meine Downtime. Und dann muss ich auch nicht ständig über WhatsApp zu erreichen sein. Aber ja, das ist etwas, was mich ein bisschen nervt. Vor allem, wenn man diese Schulkinder dann, wenn der Weg etwas schmal ist, auch nicht unbedingt direkt so nah umfahren kann, sondern die dann einfach deinen Weg blockieren und du dann klingeln musst und die dann teilweise das auch nicht hören, weil sie Musik hören. Kinder auf Fahrrädern. Nein. Und der letzte Punkt für dieses Video sind die teilweise absurd hohen Preise für Parken. Ich habe noch keinen Führerschein, ich arbeite daran, ich habe noch kein Auto logischerweise, aber die Sache mit den Parkpreisen, das ist so krass, wenn du hier im Stadtzentrum von Utrecht parkst, das ist völlig unabhängig davon, ob es am Wochenende ist oder durch der Woche, ist das Deutsch? Unter der Woche. Dann zahlst du hier, glaube ich, 4,50 Euro die Stunde und das ist so ziemlich unabhängig davon, wo du bist. Also quasi, wenn du 3 Stunden parkst, bist du schon um die 15 Euro los, nur fürs Parken.
Und die Preise werden halt günstiger, je weiter du dich aus dem Stadtzentrum rausbegibst. Und es gibt oft diese Park-and-Ride-Parkplätze. Die gibt es hier auch, wo du quasi dein Auto einfach stehen lassen kannst für eine unbegrenzte Zeit, also innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, du einmal 4,50 € und hast noch eine gratis Busfahrkarte, womit du dann ins Stadtzentrum kommst oder Straßenbahn, wenn es in der Stadt eine Straßenbahn gibt. Aber ja, im Stadtzentrum ist es einfach verdammt teuer. Und ja, in Deutschland ist es, was das angeht, doch noch ziemlich günstig. Es gibt auch mehr Zonen, wo man gratis parken kann oder einfach eine Parkscheibe parken kann. Und das gibt es ja eigentlich nicht. Du zahlst dich einfach dumm und dämlich. Das sind 6 Sachen, die ich an der niederländischen Kultur nicht wirklich komisch finde, aber die einfach sehr unterschiedlich sind als in Deutschland. Was ich nach wie vor faszinierend finde, weil die Länder einfach so ähnlich sind in sehr, sehr vielen Hinsichten. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren und auf diese komische Glocke zu klicken, weil man ansonsten anscheinend keine Benachrichtigungen mehr bekommt bei YouTube. Danke, Google. Ihr könnt auch gerne meine Playlist sehen zu weiteren Videos, die mit den Niederlanden zu tun haben. Vergesst, wie gesagt, nicht ins Video von mir und meinem Freund zu gucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!